Hey Leute, Zeit für ein neues Video und wir machen gar nicht lange rum. Heute zeige ich euch zwei Wege, wie ihr automatisierte Backups in Home Assistant umsetzen könnt. Zum einen erst mit den normalen Bordmitteln und dann mit einem super einfachen, aber sehr effektiven Skript, welches man als Plugin über den HACS hinzufügen muss, der dann eben auch auf die Basis-Backup-Routinen zugreift, aber eben dann am Ende noch eine kleine Funktion, nämlich das automatisierte Löschen von alten Backups, hinzufügt. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch heute. Wir beginnen natürlich wie immer am Rechner. Ich zeige euch jetzt als erstes, wie man auf einem Netzwerk Storage, in meinem Falle verwende ich aktuell einen QNAP Storage, einen neuen Benutzer anlegt. Das ist der Schritt 1. Dann geben wir einen Freigabeordner entsprechend für diesen Benutzer frei. Und dann binden wir dieses Laufwerk dann eben am Ende in den Home Assistant mit ein, sodass die Backups automatisch auf den Netzwerkspeicher landen und dann auch die beiden Routinen eben entsprechend mit dem Standard-Bordmittel für die automatisierten Backups und dann eben noch einmal mit diesem Zusatztool. Das ist die Reihenfolge, das ist der Ablauf. Wie immer gibt es unten ein paar Sprungmarken, da könnt ihr dann euch aussuchen, wo ihr gerade euch dafür interessiert. Und wie so üblich ist es ja auch klar, ich freue mich, wenn euch das Video später weitergeholfen hat. Gerne über ein Däumchen nach oben, wenn ihr Fragen habt, unten in den entsprechenden Kommentarbereich. Und natürlich, wenn ihr weitere Home Assistant Videos sehen wollt, dann auch gerne ein Abo. Und zu guter Letzt, bevor wir jetzt loslegen, wie immer, ich habe euch unten ein paar Produkte verlinkt, die ich jetzt heute hier explizit verwende. Und ich weise auch gerne nochmal hier oben auf das Video hin. Solltet ihr Bock haben, einen Home Assistant selbst aufzusetzen, zum einen als virtuelle Maschine auf dem QNAP NAS oder eben alternativ per Raspberry Pi 5, habe ich für beides entsprechend Videos. So, und jetzt springen wir mal an den Rechner und ich schmeiße uns mal hier hin. Ihr seht jetzt schon die Oberfläche hier vom QNAP NAS Storage. Der erste Schritt, den wir also hier machen werden, ist einen Benutzer erstellen. Ich nenne diesen Benutzer jetzt einfach mal Test mit dem Passwort Test123 und geben das auch nochmal hier ein, Test123. Und damit hätten wir den Benutzer erst einmal erstellt. Nein, das möchte er nicht. Er will 8 Zeichen. Dann sagen wir Test, das sind glaube ich 4, 1, 2, 3, 4. So, Test, 1, 2, 3, 4. Das müsste er jetzt wollen. Jawohl, sehr schön. Perfektes Passwort, höchst sicher, ist ja klar. Ja? Dann haben wir das Thema Freigabeordner. Da erstellen wir dann einen neuen Freigabeordner. Den nennen wir in diesem Falle einfach HAS Backup. Dann schauen wir noch weiter, gibt es da was, was wir machen wollen? Nein, es gibt da nichts als Admin, ja, den können wir wegmachen. Und dann suchen wir hier unseren Testbenutzer, dem geben wir natürlich Lese- und Schreibrechte. Haben wir das gemacht, drücken wir auf Weiter. Mir ist hier mal schauen, auch irgendwas wichtig. Nein, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das bleibt alles, wie es ist. Und wir sagen Fertigstellen. So. Das Ganze wird jetzt übernommen. Zack, haben wir unsere Laufwerke und wir springen in Home Assistant rein. Da seht ihr jetzt gerade meine Oberfläche. Machen wir jetzt den ersten Schritt. Wir verbinden jetzt quasi das eben angelegte Netzlaufwerk mit den entsprechenden Daten, die wir jetzt eingetragen haben als Benutzer und das Verzeichnis. Das legen wir jetzt hier in Home Assistant fest und sagen, das wird unser Standard-Backup-Folder. Also, dafür gehen wir unten links auf Einstellungen. Dann gehen wir auf System und wählen Speicher. Ihr seht, ich habe schon einen eingerichtet hier. Wir gehen hier unten auf Netzwerkspeicher hinzufügen. Geben dem Kind jetzt einen Namen. Das sage ich jetzt einfach Test Backup. Die Verwendung ist in diesem Falle Backup.
den Server. Das ist also die IP-Adresse in unserem Heimnetzwerk für den Netzwerkspeicher. In meinem Falle ist es die 10.10. Als Protokoll, wenn wir das Ganze so angelegt haben, wie ich das jetzt gemacht habe, hätten wir Samba CIFS. Die Remote-Freigabe wäre HAS Backup. Das ist nämlich hinten dran noch ein Slash. Da ist nämlich unser Verzeichnis, wo wir jetzt dann also reinsichern. Wir haben den Benutzernamen Test und wir haben das Passwort Test 1234 ausgewählt. Theoretisch müsste das Ganze jetzt funktionieren und hat auch funktioniert. So, jetzt haben wir das Ganze hier eingebunden. Das heißt, der Netzwerkspeicher steht für Backups zur Verfügung. Dann gehen wir einmal zurück und gehen auf Backups. Oben rechts in der Ecke sehen wir die drei Menüpunkte. Und dort haben wir die Möglichkeit, den Standard-Backup-Speicherort zu ändern. In meinem Falle ist das jetzt das QNAP NAS. Hier könnten wir jetzt auch das Test-Backup auswählen. Ich mache das jetzt nicht, ist ja meine Produktivumgebung. Von daher wollte ich euch nur zeigen, hier wählt ihr dann euer jetzt ein angelegtes Netzwerklaufwerk an. Denn wenn ihr das Ganze hier habt, das ist die normale Standardeinstellung, Datenträger für das Backup verwenden. Das heißt, er schreibt das Ganze auf die interne Festplatte, wo auch der Home Assistant läuft. Wir wählen dann hier das Test-Backup aus oder eben, wie in meinem Falle, das QNAP NAS. Und dann ist erst einmal das ganze Thema durch. Wenn ihr jetzt manuell hier unten ein Backup erstellt und sagt hier ein vollständiges Backup und legt los, schreibt er dieses Backup automatisch entsprechend in dieses Verzeichnis. Ja, komm, das kann ich euch auch noch zeigen, spielt ja keine Rolle. Wir machen mal hier das Test-Backup. So, ich habe das Ganze jetzt hier als Standardspeicherort festgelegt, Test-Backup. Und wenn ich jetzt sage, hier Backup, vollständiges Backup erstellen und ich sage einfach Feuer frei und ich gehe hier auf dieses Verzeichnis, das war hier, ist das ein Fehler, das kann weg. Seht ihr hier, wir haben aktuell 9.13 Uhr, das ist dieses Backup, welches ich gerade angelegt habe. So, und schon hätten wir hier das Backup drinne. Und ihr seht es auch hier in der Backup-Liste. Wo sind jetzt die ganzen Backups? Wir haben hier ein vollständiges Backup gemacht auf das Verzeichnis Test-Backup und vorher waren es eben meine QNAP-NAS. Also, jetzt wollen wir das Ganze natürlich automatisieren. Wie funktioniert das? Zeige ich euch. Zum einen, wir gehen auf Einstellungen, wir gehen auf Automatisierungen und Szenen. Sagen Automatisierung erstellen, sagen eine neue Automatisierung erstellen. Der Auslöser ist in meinem Falle einfach Zeit. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, Zeitraster zu wählen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein, das ist es nicht. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie das war. Ah, hier, so und dann Zeit zu einer bestimmten Zeit. Ich sage 0.10 Uhr. Das heißt jetzt also, wenn quasi 0.10 Uhr ist, macht er ein Backup. Ja, also feste Zeit, 0.10 Uhr. Und dann soll er quasi eine Aktion durchführen. Die Aktion ist in meinem Falle Backup. Bei euch dürfte das hier jetzt, erst diese vier Punkte hier oben, die dürften bei euch normalerweise nicht zu sehen sein, außer ihr habt dieses Add-on installiert, welches ich euch gleich noch zeigen werde. Hier hätten wir jetzt normalerweise diese beiden Varianten. Home Assistant, Supervisor, erstelle ein vollständiges Backup oder eine Teilsicherung. Entweder oder. Ich will Vollbackups immer, also klicke ich Vollbackup an. Dann hätten wir hier noch ein paar Individualisierungsmöglichkeiten, komprimieren, ja, nein. Ob wir den Namen da noch ändern wollen, ob wir einen Passwortschutz hinterlegen wollen, ob wir die Datenbank ausschließen wollen, auch das mache ich bei mir aus. Ich möchte alles drin haben. Und hier könnten wir jetzt noch den Standort wählen, ob wir also das Backup auf die interne Festplatte schreiben wollen, auf das QNAP NAS oder auf das Test-Backup. Bei euch, Standard ausgewählt, ist jetzt in diesem Falle das Test-Backup. Dann würdet ihr das Ganze speichern, sagt, was weiß ich, Demo Backup, zack. Und dann ist dieses Thema hier auch drin. Wir haben hier das Demo Backup
Und wenn ich das jetzt ausführe, schauen wir mir den Ordner an. Ihr seht schon, da haben wir jetzt das nächste Verzeichnis. Hier ist es noch aktuell mit 0 Byte. Jetzt haben wir 121 Megabyte. Das Backup ist geschrieben. Dieses Backup würde jetzt jeden Tag um 0.10 Uhr laufen. 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Das wäre jetzt also die Variante 1, die wir haben. Die Variante 2, die ist jetzt noch ein bisschen schöner, die zeige ich euch natürlich auch. Dafür brauchen wir aber als Basis den HACS. Wie man den installiert, da bereite ich gerade ein Video vor, wird es kommen. Ansonsten, das ist die Voraussetzung, den braucht ihr. In diesem HACS würdet ihr ein Tool suchen, nämlich das Tool namens Auto-Backup. Dieses Teil bräuchtet ihr. Das Ganze würdet ihr installieren. Add Integration to my Dralala und dann könnte man das hier unten rechts installieren. Ich habe es hier schon drin. Aus dem Grund kann ich es euch nicht zeigen. Ihr müsst also in den HACS, dort sucht ihr nach Auto-Backup und würde dann diese Integration installieren. Also, ich zeige euch mal eine Alternative. Ich klicke jetzt mal da drauf und dann steht unten rechts herunterladen. Das ist jetzt eins, was ich nicht installiert habe, deswegen hier unten würde man es herunterladen. In meinem Falle Auto-Backup, das braucht ihr dann. Unten rechts herunterladen, dann geht ihr auf Einstellungen, dann geht ihr auf Geräte und Dienste und sagt Integration hinzufügen. Auch wieder unten rechts und würdet Auto-Backup anwählen. In meinem Fall, ich mache das jetzt nicht, denn ich habe es ja schon drin. Ja? Also, Auto-Backup dann hinzugefügt. Dann würdet ihr hier euch das Ganze mal anschauen können. Ihr hättet die Möglichkeit, hier entsprechend das Ganze auch immer wieder zu loggen, ob entsprechend Backups gemacht wurden, ob irgendwelche Backups ausstehen. Ihr seht hier unten, da habe ich welche gemacht. Da sieht man das jetzt. Ihr könntet dann diese Sachen natürlich auch auf dem Frontend ausgeben, entsprechend euch nachweisen lassen, dass da auch die Backups durchgeführt wurden. In meinem Fall brauche ich das jetzt natürlich nicht. Von daher erstmal bleibt es so, wie es ist. Wir hätten hier noch die Möglichkeit, eine Konfiguration zu machen, nämlich hier die abgelaufenen Sicherungen automatisch zu löschen. Den Haken kann man getrost sitzen lassen und die Ablaufzeit 20 Minuten, das ist quasi eine Timeout-Geschichte. Wenn ihr jetzt riesengroße Datenbanken hättet, die ihr da sichern müsstet, also tausende MB oder so, dann könnte es sein, dass die Zeit nicht reicht, um das Backup zu machen, bevor das Timeout ist. Dann könnt ihr hier den Timeout entsprechend ein bisschen höher setzen. Brauche ich es aber erstmal nicht. Jetzt wollen wir ja das Ganze automatisieren. Auch da gehen wir wieder in Automatisierungen und Szenen, würden entsprechend unsere Backup-Routine anlegen. Ich nehme jetzt genau die, die wir eben hatten, denn wir müssen nämlich nur einen Parameter jetzt hier verändern. Entweder ihr nutzt also das, was wir vorher hatten, dann müsst ihr die Backups manuell löschen oder wir machen jetzt das Folgende. Wir würden wieder hier sagen, unsere neue Regel, 0.10 Uhr, jeden Tag danke für das Backup und wir suchen hier wieder nach Backup. Dann haben wir diese vier Möglichkeiten hinzubekommen durch das Plugin Auto-Backup. Auto-Backup könnten wir also hier sagen, jetzt ein Full-Backup soll er machen. Klicken wir an und ihr seht, jetzt haben wir hier ein paar Möglichkeiten mehr. Natürlich, wie immer, Name ändern ist Möglichkeit 1. Wir können hier spezielle Add-ons oder eben Laufwerke bzw. Ordner ausschließen. Das möchte ich in meinem Falle nicht machen. Ich exclude überhaupt nichts. Ich will da wirklich alles drin haben. Wir könnten das Passwort schützen lassen. Wir könnten eine Location festlegen. In meinem Falle ist es die Standard-Location, das Test-Backup. Das ist richtig. Wollt ihr da jetzt was anderes haben, müsstet ihr da entsprechend dann aktivieren und es auswählen. Für mich ist das Standard-Passwort, die Standard-Location gut. Keep Days, und da kommt es jetzt dann in die schöne Sache rein. Keep Days, jetzt könnt ihr da festlegen, wie viele Tage dieses explizite Backup vorhanden sein soll. Sagen wir also 14 Tage soll das vorhanden sein, heißt es am 15. Tag wird das älteste Backup gelöscht. Compressed, also ein komprimiertes Verzeichnis, macht immer Sinn, einfach wegen dem Platz. Würden wir das Ganze jetzt dann hier unten wieder speichern, machen wir jetzt auch,
heißt es, nach 14 Tagen werden die ältesten Backups gelöscht. Speichern. Das Thema ist erledigt. Wir sagen rechts oben mal ausführen. Gehen wieder hier rein und wir sehen natürlich, hier haben wir es. Das dritte Backup wird gerade auch angelegt und wurde soeben abgeschlossen. Das Ganze heißt jetzt also für uns, wir haben hier jetzt die Möglichkeit, dieses Backup nach 14 Tagen wird dieses eine Backup gelöscht. Die hier werden überhaupt nicht gelöscht. Warum? Weil da diese Keep Days Funktion ja nicht vorhanden war. So, ihr seht, das Ganze ist tatsächlich überhaupt nicht schwer umzusetzen. Es ist super simpel und geht ziemlich einfach. Das soll es an der Stelle vom Rechner gewesen sein. Und jetzt springen wir wieder zurück zum Bildschirm. Und zack, da bin ich auch schon wieder. Ihr seht, das Ganze war jetzt wirklich super einfach, super schnell. Ihr habt jetzt zwei Varianten zur Auswahl, die ihr nutzen könnt, um das Ganze umzusetzen. Jetzt sei dabei gesagt, die Variante 1, die ich euch gezeigt habe, das ist eben schlicht und ergreifend die Variante komplett nur mit Bordmitteln. Der Vorteil ist, es sind Bordmittel. Die fallen normalerweise gerade im Bereich Backup nicht so schnell hinten runter, werden nicht mehr unterstützt etc. pp. Also da seid ihr sicher, der Nachteil daran ist, ihr müsst die alten Backups dann irgendwann mal löschen. Habt ihr genügend Speicherplatz, ist es an und für sich erstmal kein großes Thema. Wenn ihr dann einmal im Monat da mit dem Papierkorb drüber rennt, passt es schon. Die zweite Variante, die greift im Prinzip auf die Bordmittel zu, erweitert die aber dann noch mit der ein oder anderen Funktion, nämlich unter anderem mit der Möglichkeit, nach x Tagen die alten Backups zu löschen. Und ich persönlich nutze diese Variante. Die ist sehr, sehr rudimentär, sie greift auf die normalen Backup-Funktionen zu. Es sollte also dahingehend keine großen Kompatibilitätsprobleme geben. Heiliger Strohsack, was ein Wort. Ihr habt aber diesen kleinen Vorteil, dass nach 14 Tagen, 3 Wochen, 5 Wochen, wie ihr das wollt, die Backups eben dann gelöscht werden, die dann zu alt sind. Und aus dem Grund ist das eine gute Sache, es ist dann nochmal ein bisschen automatisierter. Am Ende liegt die Wahl bei euch. Was ihr jetzt verwendet, ist euch offen. Sucht es euch einfach raus. Fakt ist, ihr seht, es ist super einfach, das Ganze mit Bordmitteln auf dem Netzwerkspeicher zu integrieren. Und ich denke, damit sollten wir dieses Video auch beenden. Hat es dir weitergeholfen? Bist du da ein bisschen weitergekommen? Lasst mich es gerne in den Kommentaren wissen. Gebt mir ein Däumchen, Abo, ihr wisst alles, was ist. Ich habe, wie gesagt, unten ein paar Produkte für euch verlinkt, unter anderem den von mir verwendeten Netzwerkspeicher, der QNAP. Der ist ganz okay, passt schon, kann man machen für einen Heimgebrauch, ist aber nicht so sehr erweiterbar. Von daher, Alternative habe ich auch unten drin, ist eine Synology, die hat ein paar Laufwerksschächte mehr, hat ein bisschen mehr Dampf an der Kette und da könnt ihr dann entsprechend noch ein bisschen mehr machen. Hierzu zeige ich euch mal noch kurz eine Sache, da gehe ich dann auch wieder auf den Netzwerkspeicher drauf. Wenn ihr da Interesse dran habt übrigens, könnt ihr das gerne mich wissen lassen, dann einfach unten in die Kommentare, dann zeige ich euch das. Ich habe mir hier bei mir diese Virtualization Station sowie entsprechend die Container Station am Laufen. Bei mir aktuell läuft der Home Assistant hier in der virtuellen Maschine. Ihr seht's, das ist mein Home Assistant, 2 CPU, 2 GB RAM. Das ist also das, was ich aktuell nutze. Da steckt auch mein Sonoff-Stick mit in dem USB-Port drinne. Und in der Container Station, um das auch mal zu zeigen, da habe ich ein paar Container laufen. Zum einen habe ich da Edgard Home laufen, ich habe Change Detection laufen, ich habe Heimdall laufen und ich habe MySpeed laufen. All die Dinge funktionieren tatsächlich hier ziemlich gut. Es wäre natürlich schön, wenn das System ein bisschen mehr Dampf an der Kette hätte. Dann wäre das eine noch bessere Sache. Diese Docker-Containerisierung ist ein bisschen thematisch nervig, denn die Daten, die müssen dann wieder manuell aus dem Docker-Container rausgesichert werden, damit man die auch aktualisieren kann etc. pp. Ich bin jetzt nicht unbedingt der große Freund von diesen Docker-Containern, weil man die halt ein bisschen blöd sichern kann. Das muss man sagen. Bei der VM ist das hingegen gar kein Thema. Da kann man einfach wunderbar seine Snapshots machen. Diese Snapshots, die kann man automatisieren. Ist wirklich überhaupt gar kein Drama. Die kann man wirklich komplett automatisiert machen. Hier per Snapshot planen
und dann wird das Ganze entsprechend umgesetzt. Mache ich jetzt bei mir nicht, weil ich den Home Assistant halt so sicher habe. Das heißt also für euch, ihr hättet die Möglichkeit auch da von mir, wenn ihr wollt, ein paar Videos zu bekommen. Da gibt es, wie gesagt, die Alternative aus dem Hause Synology. Halte ich softwareseitig für schöner, für besser oder wie auch immer. Mag man sehen, wie man möchte. Hier, der hat ein bisschen mehr Leistung als die damaligen Synology-Systeme zur Verfügung hatte. Heute sind die da auch besser aufgestellt. Von daher kommt immer darauf an, was man eben gerade nutzen möchte. Beide sind auf jeden Fall gute Hersteller. Ich persönlich werde mit der Synology ehrlicherweise ein bisschen eher warm als mit dieser Geschichte. So, und das war nun mal noch so ein kleiner Ausflug dahin, weil ich derzeit verschiedene Videos in Vorbereitung habe, unter anderem die Installation von Proxmox auf einem alten NAS, beziehungsweise auf einem alten Computersystem, damit ihr dort das Ganze containerisiert umsetzen könnt. Ich persönlich finde das eine super gute Lösung. Dann eben zu sagen, wir nehmen Proxmox auf dem separaten System und jagen dann die Daten schön geordnet und strukturiert auf den NAS-Server. Das halte ich wiederum für eine gute Sache. Das ist eine Geschichte, die ich euch gerne auch noch zeigen würde. Und ich habe bereits ein Video gemacht, wie wir Proxmox auf einem Raspberry Pi 5 unterbringen. Ihr seht, es ist einiges in Vorbereitung, es wird richtig viel Material kommen und dann steht auch noch wahrscheinlich mit hoher Geschichte oder mit ziemlicher Sicherheit oder mit hoher Wahrscheinlichkeit bald vermutlich ein großes Bauprojekt an und da werde ich euch natürlich auch gerne mitnehmen. In diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.